Und der Schulterschluss mit der Stadt ist jetzt auch bei der Aktion, wie bei allem, was wir als Team auf den Weg bringen, ganz wichtig. Und deswegen würde ich an dieser Stelle gerne das Wort an unseren Wirtschaftsreferenten Clemens Baumgärtner geben. Nicht zuletzt, weil unsere Initiative auch Teil ist einer größeren gemeinsamen Anstrengung des Sommers in der Stadt. Michael Höflich, vielen Dank, meine Damen und Herren. Erst einmal ein Dank an die Hausherrin Steffi, vielen Dank fürs Beherbergen in so doch mal ganz anderen Räumen für eine Pressekonferenz und Ihnen danke fürs Kommen. Worum geht es heute? Warum ist die Stadt München da? Was ist unser Ansinnen dabei? Wir wollen, jetzt bildlich gesprochen, in meiner Galerie den Rahmen bilden als Landeshauptstadt für die verschiedenen Aktionen, die am Ende des Tages dazu führen sollen, dass in München, in der Stadt, wieder was los ist, wieder der Lebensgeist zurückkehrt, so hatte ich es auch noch vor kurzem formuliert und so meine ich es noch. Ich glaube, dass die Pandemie jetzt einen Stand erreicht hat, der es zulässig sein lässt und der es gewohnt macht, mit all den Themen wie Maskentragepflicht in engen Räumen und Ähnlichem umzugehen. Ich glaube, dass es jetzt auch Zeit ist, wieder mal zu zeigen und zu sagen, was ist in München eigentlich los, welche touristischen Leistungsträger haben wir eigentlich hier. Egal, ob das Restaurants, Gaststätten, Einzelhandel sind, ob das die Hotels sind, einfach alles, was in München dazu beiträgt, sich als Münchnerin, als Münchner, aber vor allem auch als Tourist wohlzufühlen, um wieder die Stadt zu beleben und Geschäfte reinzubekommen. Sommer in der Stadt war im vergangenen Jahr ein Format, das wir im Hause erfunden haben, dank an Benedikt Brandmeier, der die Ideen gesammelt hat und dieses Format entwickelt hat. Wir wollten einfach einen Sommer, der etwas Leichtigkeit einbringt. Und wir haben jetzt dieses Format für das Jahr 2021 übersetzt, viel, viel breiter gemacht, viel mehr auch der touristischen Leistungsträger integriert. Und das, was wir heute tun, ist ja so eine Art Vorfreude auf den eigentlichen Sommer in der Stadt, die eigentliche Veranstaltung, die am 28. mit allen Schaustellerinnen und Schaustellern, so wie sie es aus dem letzten Jahr kennen, beginnt und eine Woche vorher im kulturellen Teil beginnt. Und das, was wir hier sehen, das soll einfach Lust darauf machen, mal in die Stadt zu gehen, in Restaurants zu gehen, in Hotels zu gehen, einzukaufen bei unseren Münchner Betrieben. Und deswegen ist es mir wichtig, den Rahmen hier zu bilden und auch das Interesse der Landeshauptstadt München an dem Zusammenschluss, der heute hier stattfindet, den Sie hier versinnbildlicht sehen, das ist unsere Neudeutsch Corporate Identity, einfach München. Die kommt bei uns aus dem Haus und alle der heutigen Leistungsträger sind dabei. Und uns ist es wichtig, den Schulterschluss zu zeigen, dass wir gemeinsam wieder diese Stadt, dieses München zurückbringen in die Normalität und in eine Normalität, die sicherlich auch mit Covid gut machbar ist. Es gibt jetzt nichts mehr, was daran hindern könnte, in die Stadt zu gehen. Und das bisschen, was man an Einschränkungen gegenwärtigen muss, das ist es, glaube ich, wert, in Kauf zu nehmen, um wieder in die Stadt zu kommen. Wir haben vor allem ein großes Defizit noch bei Touristen. Und was wir auch damit zum Ausdruck bringen wollen, ist, dass die Landeshauptstadt München ein sicherer Ort ist, um hinzugehen. Wir haben viele Diskussionen um andere Städte in Europa, bei denen man aufpassen muss, ob vielleicht doch etwas größere Enge herrscht. Wir hatten eine Diskussion im London Stadion und Ähnliches. Wir in München können mit Fug und Recht behaupten, dass wir einige Regeln haben, die sind einzuhalten, aber wir haben dafür auch eine sichere Stadt, in der man sich problemlos bewegen kann und nicht Angst haben muss, dass man in irgendeiner Weise sich mit dem Virus, ohne es zu wollen, in Anführungsstrichen, infiziert. Und auch das wollen wir heute und hier damit kundtun, um das Signal hinauszusenden und deswegen der Dank an Sie, die es transportieren, nicht nur in München, ins Umland, in die Dachregion, sondern auch in alle europäischen Regionen, die momentan keine Reiseeinschränkungen unterliegen. Kommt nach München, schaut euch München an, geht in die eine oder andere Galerie, geht einkaufen, habt eine schöne Zeit, es ist sicher hier und man kann Spaß haben. Das ist der Rahmen, den die Stadt bilden möchte, den wir heute hier bilden. Der Dank gilt an alle, die hier stehen, die mitmachen, die zusammen machen. Hashtag München ist wieder da. Das ist unser Claim auf dem stadteigenen Portal. Ich bin ja ganz, habe ich vorhin schon gesehen, Bruno, wo steckst du? Ja, also, genau. Vielen Dank auch an dich fürs Vertonen, fürs Machen, an Sie, fürs hoffentlich Schreiben, hoffentlich gut natürlich, wie immer. Und Dankeschön fürs Zuhören.